Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 15 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Heute geht's ins Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den FC Bayern München. Heute natürlich ein spannendes Spiel erwartet. Hier sehen wir nochmal den Tabellenbaum, was auch immer. Spielkommentar ich, nicht Frank Buschmann oder Manni Breukmann. Und dann geht's auch los. Die Mannschaften kommen aufs Feld. Links die Bayern in Rot und rechts die Wölfe in Grün. Hier sehen wir den Kapitän Philipp Lahm, daneben den Torhüter von den Bayern Manuel Neuer. Kommen wir zur Aufstellung vom VfL Wolfsburg. Im Tor natürlich Diego Benaglio, in der Verteidigung Jung, Naldo, Knoche und Rodriguez, im defensiven Mittelfeld Luis Gustavo und Geis, im offensiven Mittelfeld Volland, De Bruyne und Schürrle und in der Sturmspitze Max Kruse. Jetzt begrüßen sich hier die Mannschaften. Die Aufstellung vom FC Bayern München, im Tor natürlich Manuel Neuer, in der Verteidigung Rafinha, Martinez, Benatia und David Alaba. Im defensiven Mittelfeld Philipp Lahm, im zentralen Mittelfeld Xabi Alonso und Schweinsteiger, im offensiven Mittelfeld Götze und im Sturm Müller und Lewandowski. Hier sehen wir Max Kruse und André Schürrle, die hoffentlich für viele Tore für die Wölfe sorgen werden in dieser Partie. Hier sehen wir Schweinsteiger, einer der Chefs beim FC Bayern. Hier sehen wir Naldo, der Chefverteidiger bei den Wölfen. Anstoß wird der FC Bayern München haben. Ansgar von Hauenstein heute der Leiter der Partie. Und da ist auch schon der Anstoß für den FC Bayern München. Kommen wir zur ersten Szene. Wolfsburg, Luis Gustavo auf De Bruyne. De Bruyne auf Geis, Geis auf Volland. Und Volland, der versucht es mal, Neuer ist da und dann kommt da nochmal Volland, aber da ist wieder Neuer da, schafft es den Ball hier zu retten. Hier sehen wir dann jetzt wieder Volland. Über den geht sehr viel in dieser Partie. Volland bringt einen guten Ball auf Ricardo Rodriguez. Der legt nochmal nach innen und da wird er dann irgendwie noch umgehauen. Hat man nicht genau gesehen. Müssen wir uns in der Wiederholung angucken. Aber dafür gibt's den Elfmeter. Rafinha hat irgendwie Rodriguez anscheinend umgefoult. Aber wie, wissen wir nicht. Das müssen wir uns genauer angucken. Hier sehen wir es. Na, er geht da mit dem Bein rein. Er wollte allerdings den Ball treffen. Ob das nun wirklich eine gute Elfmeterentscheidung ist, wissen wir nicht. Aber die Wölfe werden sie natürlich nutzen. Oder wollen sie natürlich nutzen. Da wird aber nicht Ricardo Rodriguez antreten. Da wird André Schürrle antreten. Und natürlich will er den jetzt reinmachen. Gegen Manuel Neuer, seinen Nationalteamkollegen. Bereitet sich noch vor. Guckt sich die Ecke aus und er macht es oben rechts und er macht das 1:0 in der 34. Minute für die Wölfe. Sehr schön. So muss ein Elfmeter aussehen. Schön oben rechts in die Ecke. Manuel Neuer guckt da noch hinterher. Hat er schön verwandelt den Elfmeter. Ist ein drittes Tor im laufenden Wettbewerb. So, dann ist auch schon die erste Halbzeit rum. Wolfsburg führt 1:0 durch den verwandelten Elfmeter von André Schürrle in der 34. Minute. Bis jetzt eigentlich ein ganz gutes Spiel. Außer die Chancen jetzt für Wolfsburg. Eigentlich ziemlich ausgeglichen das Spiel. Im Mittelfeld immer hin und her, hin und her, hin und her. Da kann man nicht viel ausmachen. So, zweite Halbzeit Anstoß. Da geht's auch schon wieder los. Mit einer Chance für die Bayern. Rafinha. Schweinsteiger. Da steht auf einmal Götze komplett frei. Und er macht den oben rechts rein zum 1:1. Wolfsburg-Bayern 1:1. 51. Minute. Dieser Mario Götze, der macht hier einfach mal den Ausgleich. Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit. Und das macht er richtig gut. Da Rafinha. Schweinsteiger mit einer wunderschönen Flanke. Und dann da steht da natürlich Mario Götze und kann ihn ganz leicht an Diego Benaglio mit seiner ganzen Klasse vorbei schlänzen. Sein zweites Tor in diesem Wettbewerb aktuell.
Kommt zur nächsten Szene für Wolfsburg. De Bruyne mal. Dribbelt sich da ein bisschen rum und da wird er gefoult und da gibt es den Freistoß für Wolfsburg. Und den wird natürlich der Spezialist Ricardo Rodriguez schießen. Medi Mihnatia kriegt hier noch die gelbe Karte für seinen Foul gegen De Bruyne. Aber hier sieht man auch klar, so darf man da nicht reingehen. Und ja, das gibt, also wenn nicht sogar schon eine dunkelgelbe Karte. Auf jeden Fall hier jetzt Ricardo Rodriguez mit dem Freistoß. Er kann Freistöße schießen, das wissen wir. Vielleicht wird das hier dann auch zeigen. Manuel Neuer, sie blicken sich schon in die Augen. Manuel Neuer guckt ganz genau. Ricardo Rodriguez zielt noch genauer. 21 Meter ungefähr. Die Entfernung zum Tor. Er schießt aber drauf und dann Latte, Pfosten, Boden hat Manuel Neuer richtig Glück gehabt. Kommen wir zur nächsten Szene. Müller mal vorm Tor, aber die Gymnasium ist da und der Seitenrichter ist auch da. Und zeigt hier seine schöne Flagge. Aber trotzdem, das hätte auch in die Hose gehen können. Auf jeden Fall schon gespielt. Allerdings immer noch abseits. Jetzt mal De Bruyne. Sieht da den mitlaufenden Schürrle. Und Schürrle macht ihn rechts vorbei. Den kann er schon mal machen, der andere Schürrle. Den kann er schon mal machen. Die Klasse dazu hat er auf jeden Fall. Wir sehen es nochmal. War gar nicht so knapp. War ganz schön knapp eigentlich. Und den hätte er schon mal machen können. So, jetzt Naldo. Jetzt ruckelt das hier gerade Schürrle. Nochmal in die Mitte. Und da ist nochmal Max Kruse vorne. Will den da am Tor vorbeibringen, hat es aber nicht geschafft. Ja. So kommen wir auch schon zum Spielende. Und das heißt, natürlich gibt es im DFB-Pokal kein Rückspiel. Es gibt die Verlängerung. Und es steht 1:1. Und dann kommen wir jetzt auch hier zur Verlängerung. Ein Robben kommt noch. Dann zur Verlängerung, weil Xabi Alonso sich verletzt hatte. Und dann ist ja jetzt auch schon der Anpfiff. Hier mal jetzt Volland. Natürlich wieder Volland, wer sonst? Geht hier über außen. Volland, schießt mal drauf und dann gegen den Pfosten. Glücklich für Manuel Neuer, den hätte er nicht gehabt. Schöner Schuss, schönes Dribbling von Kevin Volland. So, nächste Szene. Schürrle auf Volland, der läuft wieder. Volland bringt den Pass auf Kruse, da wird er gezogen und dann wird er da umgezogen. Und dann gibt es den zweiten Elfmeter in der gleichen Partie in der Verlängerung, kurz vor Schluss für die Wölfe. Sie können hier jetzt noch den Sieg rausholen und verhindern, dass es ins Elfmeterschießen geht. Ja, das sieht man nicht oft, dass die Bayern da so hart in den Zweikampf gehen. Also David Alaba hier zieht ihn da einfach mal um. Und es gibt natürlich berechtigt, diesmal wirklich berechtigt, den Elfmeter für die Wölfe. Und ja, den wird diesmal nicht Ricardo Rodriguez schießen, auch nicht André Schürrle, sondern Aaron Hunt. Der kann jetzt hier alles klar machen. Aaron Hunt ist ein ganz guter Elfmeterschütze, hat er bei Werder Bremen auch gezeigt. Und jetzt soll er ihn natürlich direkt verwandeln und hier den Einzug ins Viertelfinale sicher machen für die Wölfe. Und er will jetzt die Bayern hier raushauen und macht es. Er macht es, auch wenn es knapp war. Die Wölfe sind in der nächsten Runde des DFB-Pokals durch Aaron Hunt. Da müssen sie sich echt bedanken bei ihm. Das hat er richtig gut gemacht hier. Schön verwandelt auch wieder. Allerdings war es, Manuel Neuer war schon auf der richtigen Seite. Hätten fast gehabt sogar. Aber dann war Aaron Hunt Elfmeter zu gut platziert. Und er macht sein erstes Tor im DFB-Pokal. Und das war's dann auch schon mit dem Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, die Wölfe sind im Viertelfinale, haben die Bayern rausgehauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Spiel wieder. Ja, hier sehen wir nochmal die Tabelle, sag ich jetzt einfach mal. 2:1 haben die Bayern rausgehauen. Und das gefällt mir doch sehr gut. War auf jeden Fall ein spannendes Spiel, muss man sagen. Also, war jetzt nicht eins einfach mal so gespielt und weggehauen. Und ja, als nächstes geht es dann anscheinend gegen Borussia Mönchengladbach. Weil ich glaube nicht, dass es ausgelost wird. Ich glaube, wir spielen wirklich gegen Gladbach als nächstes dann. So, da kriegen wir noch ein bisschen Preisgeld.
Moritz Sprenger bedankt sich zweimal, dass er spielen durfte. Ich habe ihn noch eingewechselt. Ich glaube, in der Halbzeit von der regulären Spielzeit. Ja, jetzt ist gerade irgendwie mein Bildschirm ausgegangen. So, jetzt habe ich gerade ein bisschen was verpasst, glaube ich, aber egal. Das nächste Spiel ist gegen Köln. Das werden wir in dieser Folge noch simulieren, das Spiel. Und das machen wir gleich auch einfach mal. Ja, jetzt wechseln wir nochmal Geis. Seguin wollte gerne spielen, glaube ich, war das. Ich hatte gerade irgendwie mein Bildschirm schon angegangen. Ja. Dann geht's hier auch sofort weiter mit der Simulation. Warum ich das hier gerade reingeschnitten habe, weiß ich nicht. Aber hier geht's auch schon weiter jetzt. Wolfsburg gegen Köln heißt das Spiel. Und wir sind auch kurz vor der Winterpause. Heißt, nächste Folge geht es nochmal gegen Borussia Dortmund. Und darauf die Folge ist dann komplett nur die Winterpause. So, De Bruyne trifft zum 1:0 gegen den ersten FC Köln. Eine 8 Minute. Bis dahin ist dann nichts mehr passiert, bis zur Halbzeit. Passiert überhaupt noch was? Knoch hat übrigens in der zweiten noch gelb bekommen. Volland zum 2:0 und dann Matuschik zum 2:1. 85. Und das war's dann auch. Wolfsburg besiegt den ersten FC Köln mit 2:1. Ja, das war's dann auch eigentlich schon hauptsächlich von dieser Folge wieder. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Like da. Schaut auf meinen Kanal vorbei und guckt euch andere Videos an. Wenn euch die auch gefallen, lasst auch vielleicht sogar ein Abo da. Das wäre echt nett. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich habe es mit einem anderen Mikrofon probiert. Vielleicht ist es besser. Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Hier sehen wir nochmal unsere Transferliste, die wir haben wollen, die Leute. Sadko Nusovic und Davy Selke in der Winterpause. Bis dann und tschüss.